Willkommen zu James Morrisons Memorandum zur Bounty und ihrer Crew. James Morrison hat nämlich auch einige Schriften zu der Reise der Bounty verfasst, die ich in dieser Playlist übersetze. In diesem Video schauen wir uns James Morrisons Memorandum zur Bounty und ihrer Crew an. Teil 1 von Spithead bis Falls Bay. Wie gewohnt könnt ihr die englischen Originaltexte mitlesen. Dies wurde wahrscheinlich 1792 in England geschrieben. James Morrison war der Bootsmannsmart und Waffenmeister an Bord der Bounty. Offenbar hat Morrison an Bord der Bounty ein Journal geschrieben und dieses Memorandum ist daraus entstanden. Als er an Bord ging, war er 27 Jahre alt. Er schreibt: Memorandum und Einzelheiten bezüglich der Bounty und ihrer Crew. Die Bounty war ein getakelter Rahsegler und maß 200 Tonnen Ladung. Um Kap Horn waren die Meereswellen so hoch, dass sie die auf 20 Grad über den Horizont stehende Sonne verdeckten. Die Bounty war am gleichen Tag, im gleichen Längen- und Breitengrad, wie die Centurion von Commodore Anson. Vidi et Scio. Ich sah und ich weiß. Seiner Majestäts bewaffnetes Schiff Bounty segelte unter Lieutenant William Bligh als Kommandant am 23. Dezember 1787 von Spithead aus und hatte 46 Männer an Bord, darunter die kommandierenden Offiziere, einen Botaniker und einen Gärtner als Assistenten. Zu dem Zweck auf der Insel Otaheite, oder wie von den Eingeborenen Tahiti genannt, Brotfruchtpflanzen zu kaufen und sie zu den Westindies zu befördern. Diejenigen, die es nicht wissen, die Westindies, das sind also die westindischen Inseln, das sind die Inseln der Karibik, also die großen Antillen, die kleinen Antillen, die Bahamas, Kuba, Jamaika, Puerto Rico und was da sonst noch so an Inseln rumfleucht. Der Name kommt aus Kolumbus-Zeiten, denn er wollte ja einen westlichen Seeweg nach Indien finden und meinte, als er da auf Land gestoßen ist, schon Indien erreicht zu haben. Die Westindies sind also die Inseln auf dem westlichen Weg nach Indien. Im Logbuch wird auch oft von diesen Ostindienfahrern geredet. Das sind dann die, die auf dem östlichen Weg nach Indien fahren. Natürlich wusste man längst, dass diese Inseln, diese Westindies, nicht zu Indien gehören. Aber der Name ist halt geblieben. Am 27. wurde sie, also er meint die Bounty und den 27. Dezember, von einem heftigen Windsturm erfasst, in dem sie ihre Ersatzmaßra, Bramra und zwei Ruder vom Achterdeck verlor. Der Unterlegkeil des Bootes ging verloren und die meisten Planken des großen Kutters wurden über das Heck durch einen Seegang vom Bord gerissen. Die Bounty hatte ja zwei Beiboote, ein kleines und ein großes. Der große Kutter, das ist die Lounge. Eine weitere Woge drückte einen Teil des Hecks ein und ein paar Säcke Brot wurden nass in der Kammer, was aber sehr wenig Schaden anrichtete. Der Zimmermann sicherte bald den Bruch und das Brot wurde getrocknet und sofort verwendet. Bis zur Ankunft auf Teneriffa am 6. Januar 1788 geschah nichts Wesentliches, wo wir Wasser auffüllten und zum Eigenverbrauch etwas Wein an Bord nahmen. Und eine Anzahl von Fässern, die für die Gentlemen in England und Westindien bestimmt und gekennzeichnet waren. Einige Kürbisse und 4/4 miserables Rindfleisch. Was alles war, was hier angeboten wurde. Proviant jeder Art war sehr knapp. Mit Ausnahme einer Ziege und eines Ziegenbocks, die Lieutenant Bligh für seinen eigenen Gebrauch kaufte und die bald darauf starben. Sobald der Laderaum voll war und die Boote verstaut waren, segelte sie am 10. oder 11. siehe Lok, und steuerte bei einer feinen Brise und angenehmem Wetter Richtung Südwest. Und Lieutenant Bligh befahl der Mannschaft, 3 Schichten einzuteilen und teilte ihnen gleichzeitig mit, dass die Ungewissheit über die Länge der Reise von ihm verlangte, dass er darauf achten muss, dass die Vorräte ausreichen, und ordnete daher an, dass das Ganze auf 2/3 Brotration eingestellt werden sollte. Das wurde freudig aufgenommen. Und als das wenige Bier alle war, ließ er Grog servieren. Nach einigen Tagen bei schönem Wetter wurde der Käse an Deck geholt.
Beim Öffnen der Fässer wurde davon ausgegangen, dass zwei Käse gestohlen wurden. Der Böttcher bestätigte, dass das Fass auf Herrn Samuels Befehl geöffnet und der Käse zum Haus von Herrn Blei geschickt worden war, während das Schiff im Fluss war. Mr. Blei befahl, ohne sich weiter um die Affäre zu kümmern, die Zuteilung von Käse für Offiziere und Mannschaft einzustellen, bis der Mangel ausgeglichen sei. Und sagte gleichzeitig dem Böttcher, er würde ihn verdammt ordentlich auspeitschen, wenn er ihn nochmal so etwas behaupten hört. Diese Befehle wurden von Mr. Samuel, der sowohl Sekretär als auch Steward war, genauestens befolgt, und bei den nächsten Mahlzeiten wurde nur Butter ausgegeben. Die Seeleute akzeptierten das nicht und behaupteten, eine Annahme sei ein stillschweigendes Eingeständnis des angeblichen Diebstahls, und John Williams sagte, er habe den Käse zu Herrn Bleis Haus gebracht, zusammen mit einigen anderen Dingen und einem Fass Essig, die mit dem Boot kamen. Da sie jedenfalls auf der Weigerung beharrten, wurde auch die Butter einbehalten. Als sich das Schiff dem Äquator näherte, begannen die Kürbisse zu verderben. Da sie im Allgemeinen zu viele für Lieutenant Bligh waren, befahl er, sie anstelle von Brot an die Mannschaft auszugeben, was entsprechend geschah. Aber auf Anfrage von Mr. Samuel, in welchem Verhältnis der Austausch sein sollte, teilte er ihnen mit, dass sie 1 Pfund Kürbis für 2 Pfund Brot erhalten sollten. Dies wurde abgelehnt und Mr. Samuel informierte Lieutenant Bligh darüber, der in einer Wut auftauchte und befahl Mr. Samuel, den Sprecher jeder Messe zu rufen, um ihm zu zeigen, was dem blüht, der es wagen würde, es abzulehnen oder irgendwas anderes, was er anordnen sollte. Sagend, ihr verdammten höllischen Schurken, ich werde euch Gras fressen lassen, bevor ich mit euch fertig bin, oder sonst irgendwas könnt ihr bekommen. Diese Rede setzte seine Befehle durch. Jeder nahm es so hin, Offiziere nicht ausgenommen. Und obwohl es bei ihnen einen deutlichen Eindruck hinterließ, sagten sie nichts darüber. Es war jedoch deutlich zu sehen, dass sie es stärker empfanden als die Männer, die vor dem Auslaufen des Schiffes von Spithead große Mengen Kartoffeln eingelagert hatten, die noch nicht verbraucht waren. Diese Angelegenheit wurde fallen gelassen und die Kürbisse wurden jeden zweiten Tag ausgegeben, bis alles aufgebraucht war und es aller Wahrscheinlichkeit nach damit auch geendet hätte, wenn nichts anderes dazwischen gekommen wäre. Aber das Rind- und Schweinefleisch begann jetzt sehr leicht zu erscheinen. Und weil es niemals abgewogen wurde, machten die Leute dies wiederholt mit sehr leisen Beschwerden dem Master bekannt und baten um Ausgleich. Sobald Lieutenant Bligh über die Beschwerde informiert wurde, befahl er alle Mann Achtern und teilte ihnen mit, dass alles, was die Rationen betrifft, durch seine Befehle geschehen ist und es daher unnötig sei, sich zu beschweren. Und sie bekommen keinen Ausgleich. Und er fügte hinzu, dass er den ersten schwer auspeitschen würde, der versuchen sollte, eine Beschwerde vorzubringen. Die Matrosen, die sahen, dass vor dem Ende der Reise kein Ausgleich möglich war, beschlossen es mit Geduld zu ertragen und danach wurde nie eine Beschwerde eingereicht. Die Offiziere ertrugen die Verringerung ihrer Ration nicht so und sahen häufig, wie die größten und besten Stücke für Mr. Blighs Tisch ausgesondert wurden, während sie gezwungen waren, ihr Glück mit dem, was ihnen mit den Männern gemeinsam blieb, zu versuchen. Und sie hatten auch nicht damit gerechnet, im Streit in der Kombüse bestehen zu müssen, wegen ihrer Erbsen- und Hafermahlzeit, die ebenfalls in sparsamen Mengen serviert wurden. So sparsam, dass die Schweine des Lieutenants verhungert wären, wenn nicht Brot und indischer Mais für seine Speisekammer gekauft worden wären. Die übliche Erbsenration betrug 7 Quarts. Ein Quart hat übrigens 950 Milliliter. Für die Männer, die sie alle aßen. Und an Haferflocken 9 Quarts an jedem Banyan-Tag. In den Erbsen wurden häufig 4 Stücke Instantbrühe und etwas Sauerkraut gekocht. Da Butter und Käse aufgebraucht waren, wurde stattdessen Öl serviert. Aber dies wurde in einem Verhältnis von 1/2 Pint Öl, das ist ein guter 1/2 Liter, zu 1 Pfund Butter und 1 Unze Zucker, gut 28 Gramm, statt einer Ein-Mann-Ration Käse für einen Banyan-Tag serviert. Wir erinnern uns, der Banyan-Tag war der fleischlose Tag. Ja, den Veggie-Day gab's damals schon. Auf diese Weise vergingen die Dinge bis zum 23. März, als beim Erreichen von Feuerland eines der Schafe starb, woraufhin der Lieutenant anordnete,
es an die Schiffsgesellschaft anstelle ihres Schweinefleisches mit Erbsen auszugeben und erklärte, es würde eine köstliche Mahlzeit ergeben und es wöge 50 Pfund. Es wurde angenommen und ist zum größten Teil über Bord gegangen, da es nichts als Haut und Knochen war und getrockneter Hai als Ersatz für ein Sonntagsessen gegeben wurde. Das Wetter ist jetzt sehr scharf und jeder hofft, dass er bald ein fruchtbares und gastfreundlicheres Land bekommen würde und Lieutenant Bleibefield den Rum ohne Wasser zu servieren. Teils auf Wunsch der Seeleute, teils um Wasser zu sparen. Sie waren bester Laune und dachten nicht an die Mühsal und Ermüdung. Lieutenant Bleibefall nun, an einem Morgen Weizen zum Frühstück zu kochen und an einem anderen Gerste anstelle von Haferbrei. Aber in so kleinen Mengen, dass es nicht ungewöhnlich war, dass die Männer einer Messe Lose für das Frühstück zogen und ihr Brot durch die gut bekannte Methode »Wer soll das haben?« teilten. Die Weizenmenge betrug eine Gallone für 46 Mann und 2 Pfund Gerste für die gleiche Zahl. Und alle nahmen daran teil. Diese spärliche Einteilung verursachte immer wieder Ärger und Streit an den Töpfen, wo sie vorgenommen wurde. Bei denen sich Churchill die Hand verbrühte und ein anderes Mal Thomas Hall, dem Koch, 2 seiner Rippen gebrochen wurden. Und schließlich wurde es notwendig, dass einer der Bootsmannsmaats die Einteilung beaufsichtigt. Nach einem langwierigen und ermüdenden Versuch, Kap Horn zu umrunden, wurde es als uneffektiv befunden und Lieutenant Bligh rief alle Männer acht an und teilte ihnen seine Absicht mit, zum Kap der guten Hoffnung abzudrehen und drückte gleichzeitig seine uneingeschränkte Zustimmung für ihre Leistung aus und die strenge Einhaltung ihrer letztlich ermüdenden Pflicht. Er befahl, die Rahen parallel zu stellen und das Steuer in den Wind zu drehen. Dieser Befehl wurde mit 3 Cheers zurückgegeben und sofort befolgt. Square the Yards. Gibt's da einen deutschen Fachausdruck für, wenn die Rahen senkrecht bzw. parallel zum Kiel gestellt werden? Bitte in die Kommentare, wer es weiß. Am 18. April wurde ein Schwein geschlachtet und der Mannschaft anstelle ihrer Ration serviert. Das, obwohl kaum besser als das Schaf, gierig verschlungen wurde. Der nach Norden drehende Wind veranlasste ihn, es noch einmal zu versuchen, nachdem er fast 2 Grad oder 120 Meilen nach Osten gelaufen war. Aber als der Wind erneut nach Westen drehte, drehte er am 22. wieder ab und erreichte False Bay am 25. Mai. Das Öl und der Zucker wurden jetzt gestoppt, aber das wurde, wo in einem Fort Proviant zu haben war, nicht vermisst. Die Erbsen und Haferflocken wurden ebenfalls gestoppt und nur noch zum Frühstück am Montag erlaubt. Und dies wurde auf Wunsch der Leute vom Koch zum Andicken der Brühe benutzt. So, das war der erste Teil dieses Memorandums bis False Bay. Mich würde da jetzt die eine oder andere Meinung in den Kommentaren interessieren. Dann erstmal tschüss, bis dahin.